So, liebe Zuschauer, mobile Kommunikation ist das Stichwort. Und ja, Sie sehen richtig. Hier sitzen sozusagen nett im Duett zwei Streifenhörnchen. Irgendwie haben wir uns nicht richtig abgesprochen. Also wir haben fast dasselbe Hemd an, aber wir werden uns natürlich jetzt mit eben demselben Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Fragen, und zwar Fragen zu der mobilen Kommunikation. Und als ich hier sozusagen eingetreten bin in das Unternehmen, da hatte ich hier den Erklärbär neben mir. Der hat mir wirklich jedes technische Gerät mühsam und vor allem auch wirklich fachkundig erklärt, und das macht er auch noch heute, denn ich habe immer noch, ja, viele, viele Fragen, wenn neue Produkte auftauchen. Und diese Fragen, ja, die habe ich einfach mal aufgeschrieben, habe das mit Ihren Fragen abgeglichen, und das ist eigentlich deckungsgleich genau das, was ich als erstes gefragt habe. Als mir Kai nämlich sagte, wir haben eine Smartwatch, habe ich mit großen Augen ihn angeguckt und habe gesagt, ne was? Also Smartphone kenne ich, aber was ist eine Smartwatch? Ganz einfach, ein Mobiltelefon, also ein Smartphone, aber als Uhr. Und das ist schon mal wirklich der Oberknaller. Also wenn man mal bedenkt, was sich in den letzten 10 Jahren so in der Smartphone- oder in der Mobilkommunikationsentwicklung getan hat, dann staunt man nicht schlecht, wenn man heute sagen kann, ein komplettes Smartphone am Handgelenk. Und genau das ist das erste Produkt, was wir Ihnen vorstellen, nämlich unsere eigentlich schon fast legendäre AW414. Und da steckt so viel Technik drin, die Sie eigentlich normalerweise in der Hosentasche mit sich rumtragen, nämlich ein komplettes Smartphone. Und obendrauf noch eine wunderschöne Uhr. Und Sie sehen es hier, ist tatsächlich auch noch ein Akkuschoner mit eingebaut. Und wenn ich jetzt einfach mal über das Display drüber gehe, dann erscheint urplötzlich wie auf einem Smartphone ein Touch-Display. Und da kann ich eben diese ganzen kleinen Applikationen und Programme genauso bedienen wie auf meinem Smartphone. Also wenn das nicht mal ein Knüller ist, weiß ich es auch nicht. Also E-Mail, telefonieren, SMS schreiben und so natürlich Internet surfen. All das, was Sie mit dem Smartphone können, können Sie hier auch. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, und die habe ich damals auch als erstes gestellt, wie kann ich denn damit überhaupt telefonieren? Muss ich das irgendwie so ans Ohr halten? Also als würde ich lauschen, ob die Uhr geht? Es gibt zwei Möglichkeiten, und das ist das Tolle an der Uhr. Entweder tatsächlich wie James Bond, ne, am Handgelenk freisprechend. Das geht. Wir haben nämlich hier unten einen Lautsprecher und natürlich auch ein Mikrofon in der Uhr integriert. Oder, und das ist das Tolle heute in der Sendung, Sie besorgen sich gleich unser komplettes Bundle. Das heißt also eine Kombination aus einem Bluetooth-Headset, das kennen Sie sicherlich aus dem Auto, wenn Sie Ihr Smartphone im Auto mit dabei haben, dann ist das hier die beste Wahl, ohne Punkte zu sammeln oder eben dann freisprechen. Das geben wir Ihnen jetzt im Bundle, also in der Kombination im Paket raus. Und das finde ich ganz gut, denn das gehört eigentlich, wie das Töpfchen oder das Deckelchen aufs Töpfchen, dazu zu so einem Smartwatch. Sehen Sie das Deckelchen aufs Töpfchen. Zum Beispiel hier, unsere Kollegin lackiert sich mal schön die Fingernägel. Und das ist natürlich genau der Punkt. Meine bessere Hälfte sagt immer, das ist der Moment der Wehrlosigkeit. Ja. Fingernägel oder Fußnägel lackieren, da kannst du als Frau nichts machen. Hier kann sie natürlich trotzdem, ja, ihrem persönlichen Lieblingsthema, nämlich der Telefonie, frönen. Ganz einfach über ihre Smartwatch mit eben dem Bluetooth-Headset. Und da stellt sich natürlich gleich die nächste Frage. Und das ist auch eine dieser Fragen, die ich am Anfang hatte. Kann ich denn dann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt das Bluetooth-Headset benutze, kann ich dann einfach die Lautstärke verstellen? Oder geht das nur, wenn ich irgendwie über den Lautsprecher telefoniere? Also es geht erstens mal übers Headset, dass ich mir unterschiedlich die Lautstärken einstellen kann. Und zweitens habe ich hier unter der Menüführung auch noch die Option, jederzeit die Lautstärke vom Klingelton und natürlich auch vom Lautsprecher, also sprich von der Funkverbindung, dann auf meinen individuellen Hörgeschmack einzustellen. Alles hier im kompletten Untermenü drin, und Sie sehen es hier, das ist unsere Tastenkombination, um dann einfach eine Nummer einzugeben, am besten die 0180 51 51 dreimal die 2. Dann kommen Sie nämlich direkt bei uns im Callcenter raus und können sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache. Endlich mal die Smartwatch von Pearl TV mit einem passenden Headset, dann brauche ich nicht mehr lang zu suchen. Die beiden Geräte sind natürlich ideal aufeinander abgestimmt, und wenn Sie das für den Preis 151,91 Euro, dann würde ich jetzt sofort zum Telefon greifen. Das ist versandkostenfrei, das ist mal das Erste, denn ab 150 Euro Warenwert zahlen Sie bei uns keine Versandkosten mehr. Und zweitens haben Sie zwei ideal aufeinander abgestimmte Produkte aus unserem Programm. Und das funktioniert super. Und Herr Engelmann hat mir damals diese Uhr anvertraut, hat gesagt, so, pass mal auf, damit kannst du wirklich alles machen, probier es mal aus. Und eine der Sachen, die er mir zum Beispiel sehr empfohlen hat, war einfach sich navigieren zu lassen. Und das funktioniert nämlich auch. GPS ist das Stichwort. Und dann können Sie sich zum Beispiel, wenn Sie zu Fuß in einer Stadt unterwegs sind, die Sie jetzt nicht kennen, natürlich ideal navigieren lassen. Funktioniert ganz, ganz simpel. Ganz einfach Google Maps öffnen, das Ziel eingeben, auf los geht's. Und dann müssen Sie nur noch entscheiden, mit einem Fingerzeig, ob Sie Fahrrad, Auto oder zu Fuß
den Weg antreten möchten. Und schon können sie sich eben mit ihrer Smartwatch auch navigieren lassen. Und das fand ich damals das Tolle. Denn die Leute haben zwar alle sehr irritiert geguckt, als immer aus meinem Handgelenk die Stimme kam, in 150 Metern rechts abbiegen. Aber es ist der technische Fortschritt. Und diesen technischen Fortschritt können sie sich jetzt gönnen für 151,91 Euro. Ich habe damals wie ein kleines Kind an Weihnachten geguckt. Ich fand alles super. Ich habe damit so tolle Momente erlebt und diese Momente habe ich natürlich auch festgehalten, denn als Kai mir genau das gezeigt hat, war ich richtig sprachlos. Kamera. Ich habe die Kamera gesucht, habe gedacht, wo ist die denn? Und die ist so toll versteckt. Da wäre jetzt aber Q, Mr. Q von James Bond, richtig stolz, dass er die Kamera so unauffällig verbaut hätte, denn die findet man nicht. Ja, er wäre wahrscheinlich sogar neidisch, denn wir haben sie vorne da, wo normalerweise bei einer Uhr die Krone ist, installiert. Die hat 3 Megapixel und damit kann ich, wie Sie sehen, ultraflüssig Videos drehen, das vom Handgelenk aus oder eben auch mal Fotos schießen. Das heißt, Sie sehen, Sie haben die gleichen Einsatzbereiche wie bei Ihrem klassischen Smartphone auch, bloß jetzt eben ganz kompakt und easy vom Handgelenk inklusive der Bluetooth-Freisprecheinrichtung, also des Headsets. Wenn Sie zuschlagen wollen, was wir Ihnen wärmstens empfehlen, dann bestellen Sie das unter der PX1798 unter 569 schon. Ja, zieht James Bond auch bei Ihnen zu Hause ein. Und das ist eben genau das. Wir Männer mögen solche wirklich technischen Innovationen. Und das ist eine dieser technischen Innovationen. Denn ein Smartphone am Handgelenk, was Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden hat, das finde ich einfach mal toll. Denn du hast dein Smartphone immer dabei, aber du schleppst es nicht in der Tasche mit rum. Ja. Und du kannst dich trotzdem informieren über die aktuellen Stände im DFB-Pokal. Du kannst dich navigieren lassen. Du kannst alles News, damit Apps, machen. News-Programme, ja, du alles kannst alles damit machen. Und das Ganze jetzt zu diesem einzigartigen Preis. Versandkostenfrei. Ja. Und das Ganze sogar im Bundle mit dem Bluetooth-Headset. Ja, ist also unser Angebot jetzt an Sie. Aber dieses Angebot ist natürlich nicht ewig gültig, sondern nur 120 Minuten, also 2 Stunden haben Sie jetzt Zeit zuzugreifen. Und das gilt auch für den Preis von unserem nächsten tollen Produkt. Und das ist dann natürlich jetzt das Große, was nicht mehr ans Handgelenk gehört, aber es ist natürlich trotzdem ein einzigartiges Smartphone. Denn, und das finde ich besonders toll, da passen ja 2 SIM-Karten rein. Ja, das ist vor allem der Hauptvorteil bei unseren SimValley-Smartphones. Ich kenne bis jetzt einen Hersteller, der dieses Jahr nachgezogen hat und das als Weltneuheit anpreist. Boah, 2 SIM-Karten im Gerät drin. Ich habe mich schlapp gelacht, denn unsere SimValleys bieten das schon seit Jahren an. Wenn Sie jetzt ein richtig gut ausgestattetes Smartphone mit einem großen Display haben wollen, dann sollten Sie sich mal mit unserem SP142 beschäftigen. Da steckt nämlich auch alles drin, was ich heute erwarte. Und das aber zu einem Preis, tja, da zahle ich normalerweise gut und gerne 300, 400, 500 Euro bei namhaften Herstellern. Und das muss definitiv nicht sein. Dual-SIM-Funktion hast du angesprochen, finde ich natürlich toll, wenn ich so ein Smartphone beruflich nutze. Bedeutet also private wie geschäftliche Telefonnummer im Gerät drin. Also auch werden 2 SIM-Karten organisiert. Aber auch hier ansonsten alles drin, was ich eigentlich dann als Einzelgeräte mit mir rumschleppen müsste. Denn normalerweise hast du 2 Smartphones. Du hast ein berufliches und du hast ein privates. Das Ganze fällt jetzt weg. Beide Nummern über ein Telefon betreiben. Dann habe ich natürlich hier einen richtig starken 4-Kern-Prozessor. Quad-Core ist das Stichwort. Geht richtig. Und das Ganze leistet dann natürlich mal richtig, richtig, richtig schnell ihre Arbeit. Die ganze Technologie, die da drin ist. Es basiert auf Android und das bedeutet, alle videobasierten Inhalte des Internets, also alles, was mit Flash sozusagen dargestellt wird, so heißt das Programm, ist natürlich hier dann auch darstellbar. Und wenn wir über das Display reden, reden wir natürlich auch über die Rückseite. Und da kommt wirklich für mich das Tolle zum Tragen. Das ist so ein bisschen, ja, gummiert, finde ich. Du rutschst nicht aus der Hand. Oberfläche nennt man das, ja. Richtig und angenehm. Das rutscht erstens nicht aus der Hand, weil egal, ob es jetzt im Sommer mal ein bisschen wärmer ist oder im Winter mit Handschuhen, das greift man gerne und das greift man fest. Und das, was da oben Sie so nett anlächelt, das Runde da oben, das finde ich das Tolle. Denn ein Smartphone macht man natürlich auch, das ist ja eigentlich schon sozusagen der Ersatz der Spiegelreflexkamera im Urlaub oder beim Familienausflug. Und da sollte die Kamera auch richtig Dampf haben. Und die hat richtig Dampf, 5 Megapixel. Und das Ganze mit Autofokusfunktion und vor allem Blitz. Und das finde ich einfach mal richtig toll. Also es ist alles drin, was ich heute an Technik erwarte. Sie können sich natürlich auch mit diesem Smartphone jederzeit navigieren lassen, denn GPS-Empfänger haben wir auch drin und 4,5 Zoll Displaygröße. Die zeigen halt einfach wesentlich übersichtlicher, was Sie eben gerade bedienen oder was Sie eben gerade suchen, als wenn ich heute auf ein klassisches 3,5, 4 Zoll Smartphone gehe. Trotzdem ist es ultra schlank, ultra leicht und hat einen Akku drin, wo manch andere Hersteller ja eigentlich nachlegen müssten. Denn
Wir haben hier insgesamt 520 Stunden Standby. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist viel. Heutzutage bist du ja mit dem Smartphone öfter an der Steckdose, ja, als dass du irgendwie wirklich frei unterwegs sein kannst und das Telefon wirklich als mobiles Telefon benutzen kannst. Wenn wir jetzt sagen, wir haben natürlich hier ein einzigartiges Display und was wirklich schön leuchtet und strahlt, dann haben Sie eben auch darauf gesehen, sind natürlich diverse dieser kleinen Symbole zu sehen. Das sind die sogenannten Apps. Und mit diesen Apps kann man natürlich dann sein Gerät auf den persönlichen Geschmack zustellen. Da gibt es Nachrichtenprogramme, da gibt es Dienstprogramme, egal, Deutsche Bahn. Es gibt wirklich alles, alles, alles. Und vor allem gibt es natürlich auch ganz viele Spiele. Wie komme ich denn da überhaupt ran? In jedem Betriebssystem von Android gibt es einen sogenannten Google Play Store. Sie können sich das ungefähr so vorstellen, als wenn Sie jetzt in die Stadt gehen und in einem Spielegeschäft sich Spiele kaufen, in einen Kiosk, in einen Zeitschriftenladen gehen, sich da Zeitschriften holen. Das können Sie jetzt alles von zu Hause aus machen. Denn dieser Google Play Store ist nichts anderes als diese ganzen unterschiedlichen Geschäfte in einem. Und Sie sehen es auch hier oben eingeblendet, Apps, Spiele, Musik, die Sie sich natürlich aus dem Internet auch runterladen können, denn ein Smartphone ist ja heutzutage auch ein MP3-Player-Ersatz. Also Sie kriegen hier alles und teilweise sogar weit kostengünstiger Filme auch noch. Und damit kriege ich dann meine ganzen Programme hier downgeloadet, wie man so schön sagt, auf mein Smartphone. Und das ist zu einem ganz großen Teil heutzutage sogar schon kostenfrei, die Programme. Das heißt, egal wo Sie stehen, egal wo Sie sitzen, egal wo Sie der Schuh drückt oder was auch immer drückt, Sie können ganz einfach nachgucken und können das passende App finden. Das heißt, im Café zum Beispiel einfach sagen, ich hätte jetzt Lust, Schach zu spielen. Dann gehen Sie einfach in diesen Google Play Store, sieht aus wie eine kleine Einkaufstüte, das App, drücken drauf und dann können Sie sich, egal wo Sie sind, das passende Spiel, die passende Zeitschrift, das passende Buch oder den Musiktitel, den Sie gerade gehört haben und der Sie jetzt als Ohrwurm den ganzen Tag begleitet, natürlich ganz einfach kaufen. Brauchen Sie keine Kreditkarte für? Gibt es zum Beispiel ja auch diese Gutscheinkarten, die man heutzutage an jeder Tankstelle, an jedem Drogeriemarkt, Supermarkt kaufen kann. Und schon wird dann sozusagen Ihr Account aufgeladen und dann haben Sie die absolute Kostenkontrolle. Tom. Jetzt kümmern wir uns mal um das Thema, wir machen unser Smartphone noch einen Ticken schicker. Und Sie sehen es jetzt hier, diese wunderschöne Softlack-Oberfläche, die schwarze, die, Achtung, zap, 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 die mache ich jetzt einfach mal in weiß. Unglaublich. Das Schöne ist, jetzt haben wir ein weißes Telefon. Das ist blitzschnell ein neuer Look für Ihr Simvelli SP142, aber eben genauso griffig und genauso fest. Und das geht so ratzfatz, das können Sie sich gar nicht vorstellen, denn einfach nur aufbringen und abnehmen geht mit einem Fingernagel, ziehen Sie einfach an der Kante, gucken Sie mal, und schon ist die Hülle ab. Und was ich zum Beispiel hier besonders toll finde, wenn du noch mal ganz kurz die Hülle abnimmst, Kai, bei welchem Smartphone kannst du noch gegebenenfalls, wenn sich irgendwas aufgehängt hat, den Akku rausnehmen? Bei so gut wie gar keinem mehr. Da geht's. Bei uns schon. Und das ist ganz wichtig, denn man kann sich jederzeit auch mal einen Ersatz- oder Zweitakku dazu besorgen. Insofern haben Sie auch mehr Reichweite. Aber wenn Sie ein wunderschönes Smartphone in Weiß haben wollen und nicht unbedingt Höllengeld für einen Amerikaner ausgeben wollen, dann können Sie das bei uns auch. Kleine, kleine Preise bei uns, aber große Wirkung. Sie haben es gesehen, noch nicht mal 7 Euro. Und jetzt kommen wir noch zu dem Thema. Ich drehe es einmal rum. Was kann so einem Display passieren? Muss mal gucken, ob ich noch was in der... Was man jetzt gerade sucht, ist der Haustürschlüssel. Männerhosentaschen beinhalten viele Dinge, die normalerweise da eigentlich nicht reingehören. Wären wir eine Frau, hätten wir eine Handtasche. Also Haustürschlüssel, Kleingeld, all das klötert in unserer Hosentasche rum und jetzt packen wir eben unser Smartphone dazu. Das hatte bis zu dem Moment, wo es den ersten Kontakt mit eben dem Haustürschlüssel hatte zum Beispiel, noch ein wunderschön strahlendes Display. Danach ist dann ein wunderschöner Riss drin und Sie ärgern sich zu Tode. Denn dieser Riss ist ein tiefer Kratzer und der ruiniert alles. Deswegen haben wir gesagt, bieten wir Ihnen gleich das passende Schutzgerät in Anführungsstrichen mit an, nämlich eine Display-Schutzfolie. Und die ist wirklich ein technisches Wunderwerk, denn die ist adhesiv. Nein, jetzt kommst du mit adhesiv. Also normalerweise sage ich das immer und er sagt dann selbst anhaften. Aber es ist tatsächlich so. Wenn Sie sich verkleben, wieder abziehen, nochmal drauf, kein Thema. Bestellen Sie es dazu 4,66 Euro. Insofern haben Sie dann natürlich Ihr Smartphone auch wesentlich länger geschützt. So, jetzt kommen wir schon zum nächsten Thema. Denn wenn da eine Kamera drin ist, dann mache ich damit natürlich auch Fotos. Und wenn ich Fotos damit mache, dann will ich diese Fotos natürlich auch bearbeiten. Das zeigen wir Ihnen gleich, wie es geht. Aber ich brauche natürlich jetzt rein theoretisch noch einen Schutz. Und wenn ich fotografieren will, muss das richtig schnell aus der Tasche kommen. Denn nehmen wir jetzt mal an, Sie sehen zum Beispiel Ihre Kinder oder Enkelkinder das allererste Mal ohne Stützräder fahren. Jetzt möchte ich das gerne fotografieren. Jetzt habe ich ja irgendwo eine Hülle gekauft.
kriege ich das Telefon nicht raus. Hier habe ich wirklich die perfekte Hülle. Mit einem Ziehen ist sofort das Telefon da, wo es sein soll, nämlich bei Ihnen in der Hand. Und dann können Sie loslegen und fotografieren. Und das finde ich das Tolle. Die Hülle war sehr lange sehr teuer zu bekommen. Die ist in Echtlederoptik gehalten, kostet 9,41 Euro und schützt Ihr Smartphone vorne wie hinten perfekt und sieht natürlich am Schluss auch noch super edel aus. Die würden wir Ihnen auch empfehlen, gleich mit dazu zu bestellen unter der HZ2010 und der 569. Die kostet nämlich nicht das, was man normalerweise im Fachhandel zahlt, sondern tatsächlich bloß wirklich kleines Geld. Also 9,41 Euro für so ein wunderschönes Sleeve. Können Sie gerne im Fachhandel auch mal gucken. 30, 40, 50 Euro. Kein Problem, sagen die dann. Ist ja günstig. Blödsinn. Und damit kommen wir jetzt zu einem, ja, wie ich finde, traumhaft schönen Business-Smartphone. Nämlich unserem SPX 28. Und ich habe, als wir das neu ins Programm gekriegt haben, wir haben es jetzt seit knapp 5 Wochen endlich lieferbar, nicht schlecht gestaunt, was da an Ausstattung drin steckt. Das war eben der Knaller. Wir haben uns hingesetzt, Kai und ich, und Kai hat mir erklärt, was, wie, wo rein müsste. Und wir haben immer wieder festgestellt, es ist sogar mehr drin, als in jedem Smartphone sein müsste. Das geht von dem wirklich großartigen Akku. Das fängt da an und hört bei vor allem, ja, dem Betriebssystem, bei Android 4.2 hört das auf. Da ist wirklich an alles gedacht worden, das passt perfekt zusammen. Und da ist zum Beispiel genau der Punkt. Da ist an alles gedacht worden, denn ein 5-Zoll-Display, ein Hightech-Touchscreen-Display, was sogar die Fingerabdrücke reduziert, das ist einfach mal von vorne bis hinten perfekt durchdacht. Und da kann ich Ihnen sagen, ich habe Kai gefragt, ich sage mal, Kai, wie schnell ist denn der Prozessor? Und er sagt zu mir, ist ein Quad-Core-Prozessor mit 1,3 Gigahertz und wir haben alles ausprobiert. Da gehen vor allem Spiele, und ich meine jetzt nicht nur die bösen Vögel und was es da alles so an Fummelspielen gibt, die nur mit einem Bild arbeiten, sondern da gehen zum Beispiel Rennspiele auch richtig toll drauf. Also irre ist, was wir hier an Leistungen drin haben. 5 Zoll, Carsten hat es gerade gesagt, in einer HD-Auflösung, bedeutet also auch bei YouTube alle Videos in bester Bildqualität gucken, alles das, was ich im Internet sehe, und natürlich eine richtig brachiale Auflösung. Das macht heute richtig Laune, denn Webseiten sind immer besser animiert und natürlich Spiele sind grafisch auch immer besser. Wir haben einen passenden Grafikbeschleuniger hier drin, wir haben richtig Arbeitsspeicher und eben diesen sogenannten Vierkernprozessor, der heute eben jede Anwendung, jede Spielmöglichkeit so flüssig darstellt, dass Sie selber nur noch staunen werden. Ich sage immer, das ist ein Smartphone, das müsste normalerweise eigentlich 600 Euro kosten. Die Doppel-SIM-Funktion, also die zwei Mobilfunkkarten, können Sie hier übrigens auch wieder nutzen. Das heißt also, eine private, eine geschäftliche Adresse oder mal im Urlaub günstig auf einen Auslandstarif zugreifen. Was mich aber richtig umgehauen hat, das steckt hier hinten drin. Denn wir haben mit dem SPX 28 eine 8-Megapixel-Kamera verbaut, die so grandiose Fotos macht, dass ich echt nur noch staune. Und das Schöne ist, wir haben es Ihnen eben mit der Tasche gezeigt. Da war oben dieser Klettverschluss drauf. Zack, ist das Smartphone draußen. Sie können damit fotografieren. Und hiermit können Sie sogar dann mit 8 Megapixel fotografieren. Und das ist genau der Punkt. Wir machen jetzt einfach mal ein Foto für Sie und zeigen Ihnen, wie simpel das funktioniert. Denn das, was früher Bildbearbeitung am Computer war, wo man wirklich mit der Maus sehr lange gesessen hat und vorher so dicke Handbücher lesen musste, weißt du noch? Die ersten Fotoprogramme. Wie geht das so denn dick auf Schwarz-Weiß? Das geht relativ simpel. Und jetzt machen wir mal ein Foto. Ach, jetzt ich. Du, natürlich. Okay, ich rede mal weiter und lächle mal währenddessen. Oh, das ist wirklich schwierig. Ja, warte mal. Geht. So, lächelnd reden. So, geht das? So. Wunderbar. Und 8 Megapixel mit LED-Blitz bedeutet natürlich, auch in der Nacht machen Sie perfekte Fotos. Und wenn dann zum Beispiel das Bild nachbearbeitet werden muss, weil ich ja gegebenenfalls rote Augen habe oder, dann geht das richtig schnell. Und wie simpel das funktioniert, das zeigt Ihnen jetzt mal der Herr Engelmann. Also, Sie haben hier jetzt, ich habe mal jetzt den hässlicheren von beiden genommen, mich. Die Möglichkeit, sich erstens mal auf dem Foto ranzuzoomen, sich alles mal anzugucken und gleichzeitig dann hier unten, und das ist das Schöne, auf Bildbearbeitung zu drücken, das ist dann links unten, dann kann ich dieses Foto auch noch in allen Varianten verändern. Das geht aber jederzeit auch natürlich, so, tippen wir nochmal drauf, dann, wenn ich hier definitiv eben auch zum Beispiel mit passenden Bildbearbeitungsprogrammen arbeite, so, wäre zum Beispiel jetzt hier, da kann ich dann wirklich alles einstellen. Ich kann hier Rahmen rundherum setzen und. Auch diese Applikation ist übrigens kostenlos. Da gibt es so viele Sachen. Sie brauchen in dem Google Play Store eigentlich bloß das Stichwort einzugeben. Also entweder fotografieren oder Bildbearbeitung. Und dann wird das alles geöffnet und schon kann man aus diesem etwas grimmig guckenden Menschen nachher sogar noch einen lustigen Clown machen. Alles das geht heute in dieser Technik auf einem 5-Zoll-Smartphone. Und das haut mich jedes Mal wieder um. Sie haben sogar einen LED-Blitz mit drin und sogar eine Autofokus-Funktion. Und er unterbindet sogar noch dieses rote Augenleuchten. Also da ist an alles gedacht, ultraschnell.
super flexibel und alles drin, was ich normalerweise eben für, naja, 600, 700 Euro ohne Vertrag kriege. Bei uns kriegen Sie es für 218,41 Euro ohne Vertrag. Und ich habe ja ganz verzückt eben auf den Monitor geguckt, wie schnell du das gemacht hast und habe mich einfach mal ganz entspannt hier so hingesetzt und das Kinn auf die Hand gestützt. Und ich kann Ihnen eine Sache sagen, wenn wir davon jetzt ein Foto machen wollen würden, also wie ich hier sitze, gemeinsam mit Herrn Engelmann, das machen wir mal eben ganz schnell, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das auch auf der Vorderseite zu fotografieren, so dass wir uns währenddessen sehen und dann ist das das sogenannte Selbstporträt-Selfie. Eingedeutschtes Wort. Und das machen immer mehr Leute. Also gestern gab es zum Beispiel in der großen deutschen Tageszeitung ein Foto, da hat sich jemand mit dem Papst einfach mal selbst fotografiert. Ja, hatte garantiert nicht unser Smartphone, denn das Bild war nicht so schön scharf. Auf der Vorderseite haben wir eine 3-Megapixel-Kamera eben für das Selbstporträt. Und ich setze mich jetzt mal so neben dich und dann machen wir das einfach mal. So, dann pass mal auf. Dann stellen wir das jetzt mal passend auf uns um. Machen wir quer oder hochkant? Hochkant ist super. Hochkant ist super, ja. So, pass mal auf. Dann würde ich jetzt mal sagen, check it, oder? Wunderbar. Und soweit ist es dann gemacht. Und deswegen sehen Sie uns beide jetzt gleich. Schauen Sie mal. Der eine guckt wieder dämlich, der andere freundlich. Also der dämlich guckt, bin ich. Und soweit ist es dann, dann tippe ich hier drauf und kann dann auch mit dem Bildbearbeitungsprogramm sofort arbeiten. Bildqualität, auch hier mit 3 Megapixel schon wirklich überragend. Da kann man jetzt unterschiedliche Filter drunter setzen. Bisschen und bunter. Und ich sehe das von hier. Und jetzt fragst du dich, wieso ich das sehe, ne? Weil du einen Monitor hier im Studio hast. Ja, guck mal, weil das ist das Tolle eben an diesem Gerät. Wir kriegen damit natürlich auch alles auf unseren Wohnzimmerfernseher zum Beispiel. Und wie simpel das funktioniert, das ist relativ einfach, ne? Ja. Es gibt heute sogenannte Miracast-fähige Smartphones. Das bedeutet also, dass ich kabellos meine Daten auf den Fernseher übertragen kann. Miracast unterstützt dieses Smartphone auch und da haben wir zum Schluss noch was ganz Tolles für Sie, nämlich unseren TV-PC Miracast. Jetzt sage ich nochmal auch gleich, was noch viel wichtiger ist, damit dieses Smartphone auch lange schön bleibt, bestellen Sie sich hier gleich die Originalhersteller-Display-Schutzfolie dazu, dann kann nämlich dem HD-Display nichts passieren. 4,66 Euro, das ist ganz schnell abgefrühstückt, einfach dazu bestellen, denn damit ist das Smartphone auf Dauer auch wirklich geschützt auf dem Display. HZ2235 und die 569. Und somit haben wir das Thema jetzt schon durch. Ja, würde ich sagen. Und das Schöne ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel eben mit dieser Kamera ganz tolle Fotos macht und Sie sehen da eben im Anschnitt den Fernseher neben uns, da kriegen Sie natürlich alle Inhalte dann von Ihrem Smartphone eben über das Stichwort Miracast, wie Kai es Ihnen eben erklärt hat, drauf. Und das bedeutet, wenn Sie jetzt im Urlaub oder am Wochenendtrip ganz, ganz viele Fotos gemacht haben, dann bleibt das hier aus, dass man nicht mehr so steht und sagt, oh, zeig mal, sondern alle setzen sich ganz entspannt, so wie ich eben, hin und dann und gucken auf den Fernseher und freuen sich an dem, was Sie erlebt haben. Auch hier haben wir natürlich die passende Schutztasche für Sie und zwar ja in wirklich einer so ausgereiften Technologie, dass ich sage, Moment mal, das ist ja nicht nur eine Tasche, das ist ja dann auch wirklich genau die richtige Klappfunktion einer Tasche. Das heißt, ich muss es nicht reinstecken, sondern ich kann aufklappen und es ist alles ausgespart. Das heißt, die Kamera ist immer noch sichtbar. Das heißt, ich kann wunderbar Foto, Kopfhörerausgang, alles ist frei. Lautstärke. Und es hält bombenfest, denn die Ecken sind geschützt. Das finde ich das Wichtige. Also, wenn Sie mit diesem wunderschönen Case jetzt, mit diesem Cover, Ihr wunderschönes SPX 28 einbetten wollen, dann machen Sie es. 16,06 Euro ist nämlich ein Riesenargument dafür, dass ich eine wirklich top verarbeitete Schutztasche für unser SPX 28 kriege, die auch noch richtig flach ist. Sie sehen es, ultra flach. Und ich definitiv hier alles drin habe, was ich von einem hochwertigen Cover erwarte, plus das eben zu einem Preis, wo wieder alle anderen Hersteller sagen, ey, wie machen die das? 16,06 Euro für diese Schutztasche. Hier sehen Sie es, Kamera hinten ausgespart, alles perfekt zu sehen. Ich kann es also jederzeit ganz normal weiter bedienen und trotzdem ist es kratzgeschützt auch auf der Rückseite. Und insofern ist das schon eine wirklich schöne Sache, die wir hier für Sie haben. 16,06 Euro. Ja. Das ist der Preis, der jetzt für Sie möglich gemacht wurde und der gilt genau 2 Stunden. HZ2240 und die 569 ist die Bestellnummer. HZ2240 und die 569. Jetzt gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, wenn ich so ein Smartphone habe, es zu laden. Übers Auto, übers Netzteil, übers was auch immer. Nur hier habe ich jetzt die Möglichkeit, noch eine Nummer weiterzudenken. Ich habe jetzt hier nämlich noch eine Induktionsabdeckung und das ist dann die perfekte Ladeschale ohne Kabel. So, es gibt die sogenannten QI-Ladeschalen.
Smartphones, die kommen jetzt immer mehr in Mode. Das heißt, ich muss nicht ständig irgendwo wieder unten so einen Anschluss reinfriemeln, so einen Micro-USB-Stecker, damit mein Smartphone geladen wird. Hat übrigens auch einen ganz wichtigen Hintergrund. So eine Micro-USB-Schnittstelle ist ja bisschen größer. Smartphones werden heute immer schmaler. Deswegen geht man heute auf die Induktionstechnik. Sie kennen das vielleicht von Ihrer kabellosen elektrischen Zahnbürste zu Hause oder vielleicht haben Sie auch so einen Wasserkocher oder vielleicht kochen Sie auch schon mit Induktion zu Hause. Das geht nämlich, solange ich ein Gerät drauflege. Hier kriegen Sie jetzt von uns für das SPX 28 das komplette Set, nämlich eine Induktionsschale auf der Rückseite, die dann genau erkennt, wann ich mein Smartphone auf die Ladeschale lege, und das Einzige, was ich machen muss, ich muss sie tatsächlich einfach bloß noch so drauflegen. Und dann erkennt die Ladeschale und das Gerät. Ah, Moment. Wollen wir uns mal koppeln? So, jetzt sehen Sie hier gerade, das ist die Ladestation von Colster und da leuchtet es gerade rot. Das heißt, da tut sich nichts. Und jetzt komme ich hier mal mit meinem Smartphone und sage, so, ich lege es drauf und dann wird ruckzuck geladen. Und das ist das Einzige, was Sie machen müssen. Das Smartphone hier drauflegen und die Induktionsschleife erkennt, aha, und dann wird kabellos geladen. Bedeutet für die nächsten Jahre dann auch, es gibt irgendwann keine USB-Schnittstellen mehr. Bluetooth heute kann ich Daten kabellos übertragen. Aber wie bequem ist das denn? Ich lege das einfach hier auf meine Ladestation drauf. Und das Tolle daran ist, die Rückseite wird auch noch geschützt. Schauen Sie mal, da blinkt es jetzt nämlich auch schon grün. Und schon lade ich. Und habe dann zu Hause am Eingang, wenn ich abends nach Hause komme oder vielleicht im Schlafzimmer, diese Induktionsschleife liegen, tue mein Smartphone drauf, mein SPX 28, und Sie kriegen von uns die Ladeschale und die Rückseite, also das Rückcase, für noch nicht mal 43 Euro, 42,66 Euro. Und das ist richtig klasse. Das ist ein Schnapper, denn überlegen Sie mal, das klassische Geprügel, das Reingestecke von den immer kleiner werdenden Steckern, das fällt weg. Ganz einfach so drauflegen und schon geht es los. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wie kriege ich die Inhalte meines Smartphones zum Beispiel auf meinen Fernseher. Da haben wir Ihnen ganz kurz den Fernseher gezeigt. Und ja, der spielt jetzt bei unserem nächsten Gerät natürlich auch wiederum eine ganz, ganz große Rolle. Denn alle Inhalte, die ich habe, möchte ich natürlich auch gerne mal in groß genießen. Und jetzt gucken Sie mal genau auf den Fernseher. Der Engelmann blättert und blättert und blättert. Und blättert. Und das alles dann in Form auf dem Fernseher. Da sehen Sie es. Und das Ganze ist ja für 28,41 Euro mal ein Preis. Die kenne ich, die zwei. Ja, das ist einfach mal toll. Denn genau das, was früher der Dia-Abend war, das geht jetzt ganz einfach über Smartphone. Und das muss keiner mehr. Was ist denn da? Zeig mal. Alle gucken auf ein kleines Display, sondern alle gucken auf einen großen Fernseher. Das Tolle ist, dass diese Miracast-Technik weit verbreitet ist. Alle Android-Smartphones, die jetzt in den letzten zwei Jahren auf den Markt kommen, haben ab einer bestimmten Preisklasse diese Miracast-Funktion. Bedeutet nichts anderes als kabellos einfach meine Informationen hier. Gucken Sie mal, ich habe sogar die Kamera jetzt an. Und da können wir sogar das Kamerabild mal machen. Das ist der Spengi. Kuckuck. Und das? Der Engelmann. Ist der Engi. Und das Tolle ist, dass Sie hier tatsächlich bis zu 10 Meter Reichweite mit diesem kleinen TV-PC-Stick das SPX 28 mit Ihrem Fernseher verbinden können. Das kostet 28,41 Euro und ich würde es Ihnen empfehlen, gleich dazu zu bestellen. Denn wenn Sie jetzt mit dieser traumhaften Kamera aus dem Smartphone im Urlaub schöne Fotos gemacht haben und vielleicht direkt vom Flughafen noch bei Freunden vorbeifahren, den Stick gleich mit in die Tasche, bei denen am Fernseher einstecken. Und dann können Sie Ihre Dia-Show ganz gemütlich vom Sofa aus machen. Schön Käffchen dazu, bisschen Konditoren, alles fein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Musik damit dann abzuspielen. Ja, oder Filme oder. Und das ist natürlich auch toll, auch wenn Sie Videos damit gemacht haben. Und dafür ist natürlich dann zum Beispiel die hier verbaute hochwertige Megapixel-Kamera, die ist natürlich dafür dann geeignet. Dann machen Sie ein richtig schönes Video und können das natürlich dann auch genießen. Aber zum Beispiel auch Ihre persönliche Lieblingsmusik, denn ein Smartphone ist ja nun mal auch ein MP3-Player. Und dann können Sie ganz einfach abends sagen, so, ich komme jetzt mit meiner Musik dich einfach mal besuchen. Geht ratzfatz. Und da können Sie sicher sein, gucken Sie mal, das macht einfach richtig Spaß, damit dann zum Beispiel das zu zeigen, was ich als Fotos gemacht habe. Also so ein Koala-Bär mal tief in die Augen zu gucken, schauen Sie mal, das geht, einfach mal aufziehen. Es ist toll, was Technik heute ermöglicht. Also bestellen Sie sich's dazu für kleines Geld. 28,41 Euro unter der PX 1434 und der 569. Und seien Sie sich sicher, Sie sparen ja so viel Geld, da könnten Sie sich wahrscheinlich irgendwo anders noch nicht mal ein Drittel Smartphone für kaufen. Also das ist wirklich toll, was wir hier an Technik bieten. Jetzt liegt's an Ihnen. Unsere ganze Bandbreite haben wir Ihnen gezeigt. Rufen Sie an 0180
51, 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 51